Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 7 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Und wir machen weiter mit den Sport-Tourenwagen-Ikonen. Und ich habe ja versprochen, wir werden mit dem Audi fahren. Und ja, ich habe mir einen ganz besonderen Audi ausgesucht. Und zwar den Audi S4 aus dem Jahre 2004. Habe mir ein bisschen so eine, ja, Tourenwagen-Audi-Lackierung drauf gemacht. Ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen extra Touch. Wir fahren hier mit Allrad, mit Quattro, wie es sich gehört. Und ich mal gucken, wie der Quattro sich jetzt hier gleich im Startkurs von Prag anstellt. Bevor wir aber starten, möchte ich ganz kurz noch die Fahrlänge anpassen oder die Renndistanz besser gesagt anpassen. Ich stelle das Ganze mal auf lang, das war das letzte Mal mir ein bisschen zu lang. Jetzt hier 7 Runden, das ist eine nette Distanz, würde ich sagen. Tuning habe ich schon ein bisschen was gemacht. Und dann muss man, glaube ich, noch bei Mods, glaube ich. Da haben wir, genau, da haben wir 2 freie Mods wieder. Dann machen wir das mal rein. Und dann vielleicht noch, ja, machen wir das noch, oder? So, dann gibt es 190% Bonus. Das ist doch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit. Fangen wir an und gucken wir mal, ob wir mit dem Audi S4 hier tatsächlich was reißen können. Auch wenn auf dem Auto selber A4 drauf gepinselt ist. Aber ja, der S4 ist ja die sportliche Variante des A4. Das passt ja dann schon. So, los geht's. Der Allrad sollte helfen. Oh, ich habe Ding noch nicht umgestellt. Moment, das machen wir mal schnell. Wir fahren jetzt wieder mit normaler. Ich wollte das hier nur einmal machen, um das euch zu zeigen, weil manche das sehen wollten, wie das ist, wenn man selber kuppelt. Aber wir machen das jetzt wieder. Ist angenehmer fürs Ohr, ist angenehmer für euch. Und vor allem, dann haben wir halt auch reelle Schaltzeiten mit dem Fahrzeug, weil das andere sind ja eigentlich gecheatete Schaltzeiten. Das wäre ja irgendwie komisch, wenn wir mit einem so einem alten Fahrzeug, wo man im besten Fall noch selber kuppeln und alles muss, dann auf einmal Schaltzeiten vom Formel-1-Fahrzeug hat. Das wäre ja irgendwie nicht so cool. Deswegen selber oder ohne diesen Kupplungstrick und dadurch reelle Schaltzeiten zu haben. So. Ja, Fahrzeug fährt sich ganz gut für ein Allrad. Ich habe die Rennstabis eingebaut, dementsprechend über die Stabis natürlich eine gute Verteilung hinbekommen. Ansonsten ist hier nur ein Sportfahrwerk drin, kein Rennfahrwerk. Wir haben keine Rennbremsen, auch hier nur in Anführungsstrichen die Sportbremsen verbaut. Das heißt, man konnte jetzt hier groß nicht viel einstellen. Was ich eingestellt habe, ist das Differential. Was ich eingestellt habe, ist natürlich der Reifendruck. Und eben die eben erwähnten Rennstabis sind eingestellt. Und das macht dann aber schon viel aus. Das Fahrzeug fährt sich auf jeden Fall relativ sportlich. Was noch eingebaut ist, ist ein Renngetriebe tatsächlich, um die Schaltzeiten etwas zu minimieren. Ich finde, der macht seinen Job hier ganz gut. Wir sind schon in der ersten Runde auf Platz 2, hinter dem C32. Da habe ich ja gefragt, was wir in der nächsten Folge so fahren sollen. Und ja, es gab die verschiedensten Wünsche von Camaro bis über eben diesen C32 da gerade vor uns. Aber ich glaube, auch die meisten wollten den C32 sehen. Deswegen die Chancen stehen ganz, ganz gut, dass wir den sehen. Und dann hätten wir ja immerhin die 3 deutschen Marken, die hier vertreten sind, auch gefahren. Wir haben ja angefangen mit dem E46 BMW, jetzt eben hier mit dem S4 unterwegs. Und dann könnten wir ja eben mit dem C32 dann die Mercedes noch dazu holen. Dann hätten wir eben die 3 Marken Audi, BMW und so weiter mit dabei. So, die Kurve habe ich jetzt ein bisschen komisch gefahren. Aber das sollte doch jetzt hier eigentlich passen. So. Ja, ganz leichtes Untersteuern ist noch da, aber das ist völlig okay. Ich würde sagen, wir fahren hier vorne auch wieder richtig gut weg. Und ich betone nochmal, die Schwierigkeit ist nicht umgestellt worden. Die ist weiterhin eigentlich noch auf unschlagbar. Aber da wir jetzt wieder scheinbar so gut dominieren, muss ich doch da gleich nochmal nachgucken tatsächlich, ob sich da nicht irgendwas zurückgestellt hat. Das wäre natürlich super ärgerlich. Weil dann wäre die letzte Folge ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen für den Arsch gewesen, aber es wäre dann halt nicht ganz so aussagekräftig gewesen. Aber vielleicht täusche ich mich auch und wir fahren tatsächlich hier so der Konkurrenz ein bisschen weg, sag ich mal. So richtig weg sind sie ja noch nicht. Sie sind ja noch im Rückspiegel zu sehen.
Aber das können wir ja gleich mal noch gucken. Jetzt dürfen wir erstmal hier durch diesen schönen Altstadtkurs von Prag fahren. Die Strecke, die kam ja in Forza Motorsport 5 dazu. Das war die Coverstrecke von Forza Motorsport 5. Das war, glaube ich, auch das Erste, was man tatsächlich gesehen hat an Gameplay zu Forza Motorsport 5. Und ja, am Anfang war es noch so, okay. Aber je mehr man sie gefahren hat, je mehr, muss ich tatsächlich sagen, habe ich sie lieben gelernt. Weil, ja, sie hat halt einfach so ein europäisches Altstadt-Flair. Und Prag ganz gewiss, oder die Altstadt von Prag ganz gewiss nicht hässlich. Ganz im Gegenteil, deswegen finde ich schon ganz cool. Das ist hier auch so durch diese Pflastersteine und so. Also von dem her, ich finde die Strecke ganz cool. Die hat was. Und wenn man sie so ein bisschen kennengelernt hat, dann macht es auch schon Spaß, hier zu fahren. Ich muss tatsächlich sagen, auch immer noch, dass ich Rio, die ja dann als Forza Motorsport 6 Coverstrecke, genauso auch dann Dubai jetzt als Forza Motorsport 7 Coverstrecke, noch nicht so geil finde wie Prag tatsächlich. Also Rio hat natürlich schon so seine Schönheiten. Genauso auch Dubai hat so seine schönen Stellen, sage ich jetzt einfach mal. Aber so vom Fluss, vom Flair her und so weiter, vom Flow besser, nicht vom Flair, vom Flow, das trifft es, glaube ich, besser. Muss ich sagen, gefällt mir Prag eindeutig besser. Aber könnte vielleicht auch daran liegen, dass ich ein gebranntes Kind bin und einfach aus Europa komme. Und vor allem, tatsächlich muss ich sagen, Altstadt in großen Städten auch wirklich liebe. Gerade in Deutschland. Wie gesagt, ihr wisst ja, viele von euch wissen es oder erfahren es jetzt. Ich komme ja aus der Nähe von Freiburg, also ganz unten Süddeutschland oder Südwestdeutschland, wenn man so möchte. Und gerade die Altstadt von Freiburg. Also jeder, der, glaube ich, schon mal in Freiburg war, gibt es bestimmt den einen oder anderen hier in der Community. Darf sich auch gerne mal melden. Kann das vielleicht auch bestätigen, was ich jetzt sage. Nee, aber gerade die Altstadt von Freiburg ist einfach wunderschön. Also gerade wenn im Sommer oder so schönes Wetter ist und so weiter, das ist, ja, ist traumhaft. Aber auch jedes Jahr bin ich ja dank der Gamescom auch in Köln. Und wir haben eigentlich immer ein Hotel in der Nähe der Altstadt oder sogar in der Altstadt von Köln. Und auch die Altstadt von Köln. Hammer. Oder München. Träumchen. Also, und ich glaube einfach, jede deutsche größere Stadt oder jede Stadt, die so eine schön erhaltene Altstadt hat, glaube ich, es hat schon so seinen eigenen Flair und es hat halt einfach was. Und ich finde auch eben hier in Prag, das kommt echt super rüber. Muss ich sagen, haben die Leute von Turn 10 echt gut eingefangen. Das muss man auch mal wirklich besonders erwähnen, denn Turn 10, das sind Amerikaner. Die haben ja sowas eigentlich nicht. Und deswegen, oder was ist eigentlich, die haben sowas nicht, definitiv nicht. Und deswegen finde ich das nochmal umso mehr beeindruckender, dass sie diesen Flair trotzdem ganz gut eingefangen haben. Und hier jetzt eben mit so einem Fahrzeug hier durchprügeln, finde ich, das hat schon was, auf jeden Fall. Ja, und man kann jetzt schon vielleicht gespannt sein, was in Motorsport 8, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, für eine neue Coverstrecke kommt. Hätte mal nichts dagegen gegen so einen richtigen Knaller oder so. Vielleicht so. Sie können von mir aus auch eine Location machen. Fällt mir gerade so ein. Die es schon mal gab in Forza, aber dann rausgenommen wurde. Und zwar New York. New York gab es ja in den alten Forza-Teilen. Und New York war eigentlich immer eine geile Strecke in Forza. Also entweder bringen sie so New York zurück oder halt auch als Coverstrecke. Das wäre mir eigentlich egal. Aber dann halt so richtig geil machen. So richtig Times Square, alles drum und dran, Manhattan einfach und von mir aus auch über die Brooklyn Bridge oder sonst was. Das wäre schon cool irgendwie. Das hätte schon was. So, hier ist das Untersteuern sehr, sehr stark. Fahre ich auch immer ein bisschen zu schnell rein. Aber könnt ihr auch gerne ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr sagen würdet. Für eine Coverstrecke für Motorsport 8 ist noch ein bisschen hin. Aber was würdet ihr sagen? Was würde da geil sein oder so? Oder vielleicht auch Tokio oder so. Wäre natürlich auch cool. So eine asiatische Stadtstrecke oder so. Oder vielleicht muss ja keine Stadtstrecke sein, vielleicht auch was anderes über deutsche Landstraßen oder sowas, wäre auch geil. Wenn ich gerade drüber nachdenke, so ein Landstraßen, Autobahnkreuz, Autobahnen, so ein Mischmasch, hätte auch was, oder? Ich meine, gerade in Deutschland gibt es ja echt schöne Landstraßenstriche.
Also ja, Turn 10, ihr habt noch Möglichkeiten. So, ja, aber apropos Turn 10 und apropos Forza Motorsport, vielleicht hat es der ein oder andere gesehen, ich habe es ziemlich früh am Morgen gepostet am gestrigen Tag in unserem Community-Tab, aber eigentlich spielt es auch keine Rolle, wer es noch nicht gesehen hat, einfach in unseren Community-Tab gehen. Oh, die Leute gerade auf der Brücke mit den Fahnen, die haben ganz schön gebackt, immer noch, guck mal da hinten, die haben ein bisschen Probleme. Und zwar kommen tatsächlich noch einige coole Updates für Forza Motorsport 7. Die haben nämlich da bei Inside Xbox ein paar Work-in-Progress-Features gezeigt. Unter anderem ein neues, ja, Ideallinien-System will ich es jetzt nicht nennen, aber so ein Track-Limit-System. Und ich hoffe da sehr, dass da halt auch ein neues Strafensystem reinkommt. Weil in diesem Bild, was man gesehen hat, war nämlich zum Beispiel auf Monza die Reifenstapel in den Schikanen nicht mehr da. Weil die sind ja eigentlich da, dass man nicht abkürzt. Und wenn sie da jetzt irgendwie ein cooles Strafensystem einführen oder so, ja, dann würden die Strecken erstmal wieder authentischer wirken und geiler wirken. Und ich glaube einfach, so ein cooles Strafensystem wäre auch tausendmal sinniger, als eben so Reifenstapel überall bis auf die Strecke hinzuziehen. Und ja, das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sie da echt irgendwas Geiles machen. Dann Track Races kommt mit einer richtigen Startampel und so weiter. Für Drifter soll es was geben. Das betrifft jetzt mich nicht so, aber ich weiß, dass wir in der Community viele Drifter haben. Eben unter anderem soll man dann den Lenkwinkel und so weiter anpassen können und so weiter und so fort. Und ich denke mal, wenn sowas kommt, gerade mit Lenkwinkel anpassen und so weiter, das davon profitiert bestimmt auch ein Forza Horizon 4, was ja auch dann, denke ich, demnächst angekündigt wird auf der E3. Also da sind schon ein paar coole Features mit dabei, was da angekündigt wird. Auch was viele freuen wird, der Time Trial kommt zurück. Also, ja, wir dürfen gespannt sein, was sie da alles noch so bringen werden. Also, sie arbeiten dran und das freut mich auch, aber sie müssen es auch. Weil Motorsport 7 war, so in der gesamten Forza-Historie, da muss man schon ehrlich sein, eines der, ja, Forza-Spiele, die meisten Fehler hatte, die da was am unfertigsten gewirkt hat, ja, trotz der großen Content-Größe mit vielen Fahrzeugen und Strecken und so weiter, hat es einfach mega unfertig gewirkt. Wirkt es immer noch und ich finde es gut, dass sie hier weiterhin dran arbeiten und so weiter und so fort. Und was ich auch sehr begrüße, und das dürfen eigentlich auch viele begrüßen, ist, weil viele ja sehr unzufrieden waren mit dem Autopass, es wird so sein, es wird zwei neue Carpacks oder zwei weitere Carpacks geben, die Inhalt des Autopasses sein werden. Das heißt, der Autopass wird von diesen 6 ursprünglich geplanten Packs auf 8 erweitert. Das heißt, die 2 kommenden Carpacks werden Autopass-Besitzer auch nochmals gratis bekommen. Und ich denke mal, wenn die 2 Carpacks jetzt was taugen, dann ist es, glaube ich, auch zu verschmerzen vielleicht. Und dann ist der Autopass im Ende dann doch ganz gelungen. Wenn man dann die paar Autos, die eben nicht so geil waren, dann wegstreicht, kommt man ja dann trotzdem vielleicht auf eine gute Anzahl an Autos. Des Weiteren haben sie auch weitere Free Cars angekündigt. Also so wie der Honda wird es auch weitere Gratisfahrzeuge geben. Das finde ich auf jeden Fall auch eine coole Sache. Und für die Leute, die kein Vorbesteller waren, trotzdem die Hoonigan-Fahrzeuge möchten, die haben die Möglichkeit auch, das Carpack dann jetzt dann im Juni, glaube ich, zu kaufen. Beziehungsweise auch da die Autopass-Besitzer, wenn sie kein Vorbesteller waren, kriegen das dann auch gratis dazu. Also, sie geben auch oder versuchen jetzt hier auch persönlich nochmal ein bisschen was zurückzugeben. Natürlich, manch einer wird jetzt sagen, ja, naja, müssen sie auch. Naja, müssen tun sie gar nichts. Ich finde es nett, dass sie es tun. Ich denke, der Shitstorm, der zum Teil berechtigt, zum Teil aber auch ein bisschen übertrieben war, hat natürlich auch irgendwo, ja, Spuren hinterlassen. Ja, das muss man schon so sagen. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir ja in den kommenden 2 Carpacks tatsächlich nochmal ein paar mehr SUVs. Da freue ich mich dann insbesondere drauf. Nein, natürlich nicht. Das war jetzt pure Ironie. Nee, ich hoffe mal, dass sie diesen SUV-Zug mal langsam lassen. Das können sie von mir aus in den Carpacks von Horizon dann reinbringen. Aber jetzt, glaube ich, im Motorsport haben wir doch langsam genug von diesen Offroad-SUV-Karren. Wirklich mal ein paar Rennfahrzeuge jetzt. Ein paar moderne auch, vor allem. Ja, und so eine Expansion, ich kann es ja immer wieder sagen, wurde immer noch nichts gesagt, immer noch nichts betont. Und ich habe so langsam immer mehr die Vermutung, dass halt tatsächlich auf der E3-Konferenz, wahrscheinlich noch bevor Horizon 4 angekündigt wird oder nachdem Horizon 4 angekündigt wird, dass sie da auch
das Expansion oder ein Expansion für Motorsport 7 ankündigen. Was auch immer das dann sein mag. Ich habe ja immer noch die Hoffnung auf ein IMSA-Expansion, aber ich lasse mich natürlich auch gerne von was anderem überraschen. Ich hoffe kein Offroad tatsächlich. Also als zweites Expansion können sie das von mir aus machen. Aber ich hoffe wirklich kein Offroad, weil ganz ehrlich, das, was ja Motorsport ausmacht, ist ja der Motorsport auch vor allem auf den Rennstrecken. Und ich finde, das sollten sie erweitern, bevor sie neue Sachen machen irgendwie. Weil Offroad kann ich auch irgendwie in Horizon fahren. Wenn auch nicht jetzt unbedingt so mega geil, aber naja, egal. Gucken wir mal, lassen wir uns überraschen. Es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt. Und ja, ich freue mich so oder so drauf, wenn denn was kommt. Man weiß es nicht. Vielleicht werden wir auch enttäuscht und es kommt gar keine Expansion. Sowas soll es ja auch geben. Aber ich erinnere mich einfach mal zurück auf der E3 vor 4 Jahren müsste das gewesen sein. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Da haben sie tatsächlich auf der E3 zum ersten Mal die lasergescannte Nordschleife gezeigt. Und die wir dann an diesem Tag, an diesem Abend, dann gratis in Forza Motorsport 5 bekommen haben. Und deswegen, ja, hoffe ich doch sehr, dass wir halt eben auch vielleicht auf der E3 was angekündigt bekommen für Motorsport und das dann halt auch vielleicht direkt freigeschaltet wird oder relativ schnell kommt, wie auch immer. Also wir dürfen gespannt sein, allzu lang ist es nicht mehr, bis die E3 ist. Und ich fieber der tatsächlich dieses Jahr sehr, sehr entgegen, muss ich sagen. Mehr als die letzten Jahre, insbesondere was halt Horizon betrifft, weil Horizon, ja, ich glaube, da freuen wir uns alle irgendwie drauf. Und ich glaube auch unsere Community, die mittlerweile echt groß geworden ist, gerade rund ums Thema Forza und vor allem auch Forza Horizon, fiebert da mit dem Ganzen entgegen. Ja, da freue ich mich drauf. So, jetzt haben wir viel gelabert, Rennen war kein Problem. 7 Runden abgespult, das Fahrzeug hat auf jeden Fall gezeigt, was es kann. Und ja, wir gehen dann direkt zur nächsten Strecke. Ich bin mal wirklich sehr gespannt, ob der Schwierigkeitsgrad jetzt gestimmt hat oder nicht. Ich kontrolliere es jetzt nochmal. In Forza Motorsport 6 hatten wir ja das Problem sehr oft, dass der Schwierigkeitsgrad runtergesetzt wurde, leider. So, ich mache mal direkt weiter. Und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Beziehungsweise kriegen wir erstmal noch ein bisschen Belohnung, ja. Wollen wir natürlich auch haben hier. 64.000 Bonuszahlung. Wir nähern uns wieder der 9-Millionen-Marke. Da sind wir immer mal so knapp drüber, mal drunter. Irgendwann werden wir auch mal die 10 Millionen schaffen. Und wir kriegen ein Aston Martin DB4 GT. Sehr schönes Fahrzeug. Nehme ich sehr gerne in den Fuhrpark auf. Und ja, ein Mod ist wieder erledigt. Da müssen wir gleich einen neuen auswählen. Sammlerwert steigt auch ein bisschen an. Sehr schön. Und wir gehen zu Brands Hatch. Grand Prix-Strecke. Sehr schön. 10 Runden. Boah, das ist ja echt wieder mega viel, ey. Also die übertreiben es schon so ein bisschen. Aber wir ziehen es mal durch. Wir machen, was machen wir denn? Vollführen Sie 8 gute Runden. Bleiben Sie ein Rennen lang auf der Strecke. Ja, machen wir mal das hier. Komm. So. Und dann gucken wir den Schwierigkeitsgrad. Und dann starten wir auch mal direkt. 10 Runden ist schon eine krasse Anzahl, auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal hier. Treibertar. Ne, unschlagbar. Mehr geht nicht. Okay. Ja gut, Leute, kann ich nichts dafür, dass wir hier so, ne? So nicht wollen. Sagen wir es einfach mal so. Vielleicht sind einfach meine Tunings geil. Ich habe euch versprochen, den M3, das M3-Tuning freizugeben. Ich habe es vergessen übrigens. Fällt mir gerade in dem Moment ein. Aber ich gebe es nach der Folge versprochen. Das Tuning für den S4 und auch für den M3 frei. Und dann gucken wir mal. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich könnte jetzt aber echt schief gehen, was ich vorhabe. Aber ich parke hier mal. Ich würde jetzt hier vom letzten Platz hier das versuchen. Ein bisschen Herausforderung. Bei 10 Runden auf der Strecke, ich bitte euch. Ja, guck mal, das ist der erste Fallobst. Und schon hier wieder Probleme. Was natürlich auch ein geiles Expansion wäre, fällt mir gerade ein. Gerade weil wir den Nissan GT-R GT500-Wagen haben. So ein super GT-Expansion wäre halt geil. Ich meine, das wäre ein bisschen unerwartet tatsächlich, aber so ein paar asiatische Strecken dazu, die Super GT, da hätten wir ja auch viele GT3-Fahrzeuge, die sie noch reinbringen könnten. Könnten noch ein paar GT500-Fahrzeuge mit reinbringen oder so. Das wäre auch geil. Also,
wie gesagt, Möglichkeiten gibt es genug, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, IMSA liegt halt näher, weil wir hatten ja in der Vergangenheit eben Nesca, war eben Indica ist ja gut vertreten. IMSA, wie schon mal erwähnt, ist der Sponsorgeber der aktuellen Forza Asie E-Sport-Meisterschaft. Also, ja, und liegt halt in Amerika, ist eine der größten Motorsport-Serien in Amerika. Ich meine, klar, gut, es gibt auch noch die Amerika, die American Rally oder die American Rallycross Championship oder sowas gibt es auch noch. Das könnte natürlich auch sein, die sowas dann machen. Aber, ja, da haben wir aktuell gar kein Fahrzeug dafür. Also, ich meine, jetzt mit dem SUV über Rallycross-Tracks heizen oder so. Ja, oder Rallye-Stage, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wenn sie wirklich Rallye komplett machen wollen, so mit richtig Stages, so Konkurrenz zu Dirt Rally-mäßig, dann würden die eine eigene IP, ein eigenes Spiel machen. Weil das in Motorsport zu integrieren, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, muss ich sagen. So, sehr enger auf dem Curb. Upsala. Aber ja, wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Ich denke, man kann natürlich sich viele Gedanken machen. Am Ende wären wir, glaube ich, sowieso enttäuscht. Also mit der Erstellung gehe ich leider schon an die ganze Sache ran. Oder gehen wir einfach gemeinsam, stapeln wir jetzt mal tief, dass wir alle nicht enttäuscht werden, so traurig wie es ist. Wir gehen einfach mal davon aus, es gibt keine Expansion mehr. Dann könnte man sagen, wenn es denn noch eine gibt, oh, guck mal, es gibt eine Expansion, wie toll. Die Hot Wheels Expansion. Es gibt endlich auch Loopings in Motorsport. Oh, nee, bitte nicht. Auf geht's! So, upsala, da ging es neben raus für einen. Ja, Platz 13 mittlerweile, aber ich glaube, das war keine blöde Idee, hier mal erstmal von ganz hinten zu starten. So, dank Quattro können wir auch ein bisschen auf dem Rasen fahren. Ja, Grip-Probleme haben wir halt gar nicht. Aber die hatten wir auch eigentlich letzte Folge nicht. Ja, was viele sich auch gewünscht haben, ist halt, dass einfach die drei Vatare, die KI ein bisschen nochmal angepasst wird und so weiter. Wobei, ich finde das manchmal echt so ein bisschen komisch. Manchmal, finde ich, kann man ganz gute Rennen mit denen haben. Also gerade die letzten Folgen, bis jetzt auf ein paar Start-Crashs, nenne ich jetzt mal, fand ich, konnte man eigentlich ganz gute Rennen bis jetzt haben. Und manchmal ist es komplettes Chaos. Ich glaube einfach, das ist immer so ein bisschen auch von der Fahrzeugklasse abhängig und so. Aber jetzt hier in der Klasse zum Beispiel, ja, gut, ist ein bisschen schwach halt, finde ich. Aber sonst passt es eigentlich. Boah, ist aber ein ganz schön langes Rennen. Also 10 Runden. Lecco mio, würde ich da mal sagen. So. Achter Platz mittlerweile. Also wir kämpfen uns so Stück für Stück für Stück für Stück nach vorne. Ihr merkt, ohne größere
ohne größeren Kontakt oder ohne größere Kollision. Das geht alles ganz gut. Ja, und ich hoffe halt wirklich, dass sie im nächsten Forza Motorsport, also das werden sie nicht mehr nachpatchen, aber ich hoffe wirklich, dass sie halt wirklich so ein paar mehr Modi, mehr taktische Sachen reinbringen. Eben halt Qualifying, ganz klar, also ein richtiges Qualifying auch für die Karriere. Eben halt Boxenstops mit Taktik, verschiedene Reifen, also wirklich das Regenreifen, Slickreifen, sowas halt einfach gibt. Richtig dynamische Geschichte, was Wetter und so weiter angeht. Also so, wie es eigentlich Project Cars vormacht. Sowas würde ich mir halt auf jeden Fall wünschen. Ich hoffe, dass sie in die Richtung gehen. Und was ich mir halt natürlich auch sehr wünschen würde, wenn sie halt mal wirklich jemand einstellen, der sich wirklich mal mit dem Thema Lenkrad befasst. Und nicht nur einfach Lenkräder unterstützen, sondern halt einfach auch eine richtig gute Lenkradsteuerung machen. Auch eben hier diese Lenkbewegung. Einfach auch mehr darstellen und so weiter. Nicht nur 180 Grad, sondern einfach halt für Lenkradnutzer wirklich halt mal so ein komplettes 360 Grad Lenkradanimation mit Übergreifen und allem drum und dran. Weil ich glaube einfach bei sehr, sehr vielen Leuten ist es Problem, oder gerade Leute, die vom Simracing kommen, wenn die Forza Motorsport sehen, dann lachen die. Oder wenn sie es ausprobieren, weil die halt einfach sagen, ja, das ist ja ein Witz, das ist ja total kindisch und lächerlich und bla bla bla. Wenn man sich aber dann mal ein bisschen länger mit dieser Thematik befasst, Forza Motorsport, dann merkt man einfach, dass das Spiel schon viele Dinge gut macht in den Ansätzen, allerdings halt in der Umsetzung an manchen Sachen hapert. Also so finde ich, dass die Forza Motorsport Physik natürlich nicht der Realität entspricht. Da müssen wir nicht drüber reden, aber selbst die, wie man es so schön nennt, die Hardcore-Simulation entsprechen nicht 1:1 der Realität. Sie eifern dem ja nur nach. Aber das, was Forza Motorsport macht, finde ich, ist, dass das ja nicht komplett verkannt ist oder komplett da Schwachsinn ist. Also das bezieht ja auch seine Daseinsberechtigung oder seine, sagen wir mal, Fahrphysik irgendwo aus reellen Daten. Natürlich in abgeschwächter Form, das ist ganz klar, da müssen wir nicht drüber reden. Aber es tut es doch auf eine gewisse Art und Weise sehr gut. Und ich finde gerade so ein Forza Motorsport ist eigentlich ein guter Einstiegsracer, um einfach sich dieser Sache zu nähern. Und auch vor allem ein Racer, was auch mal ganz gut ist für zwischendurch. Ja? Es muss ja nicht immer mega exakt alles super simuliert werden. Manchmal will man einfach nur auf die Couch sitzen und Spaß haben und dann will man nicht diese Hardcore-Simulationsgeschichte einfach haben. Und wie gesagt, wenn sie jetzt halt den Lenkrad-Support noch richtig geil hinbekommen, ich glaube, das würde halt dann auch manchen Sim-Racern sagen, ja, doch, macht eigentlich Spaß zu fahren. Klar, nicht anspruchsvoll und nicht so anspruchsvoll, aber so, die Grundelemente sind da, ja, man muss bremsen, wenn man eine Kurve bestehen will oder um die Kurve rumkommen will und so weiter. Und ich meine, das muss man eigentlich Forza auch zugute halten. Die Bremspunkte, die Geschwindigkeiten, die man fährt, die Rundenseiten und so weiter, die kommen ja schon sehr an die Realität ran. Also ich bin jetzt noch nie zum Beispiel ein GT-Fahrzeug gefahren, wo ich gesagt hätte, boah, also der Bremspunkt, der ist ja komplett anders wie in echt. Und auch die Rundenzeiten, so unglaublich falsch sind sie nicht. Klar, hier und da gibt es Abweichungen, aber wenn man bedenkt, bei so vielen Fahrzeugen, die es hier gibt und so weiter, also irgendwo hat es ja schon Hand und Fuß. Von dem her denke ich mal, dass Forza Motorsport an sich nicht alles falsch macht. Ja, das sind viele Dinge, die es echt sehr, sehr gut macht. Leider halt einfach bei manchen auf Missverständnisse stößt und halt diese kleinen Krankheiten halt vieles schwierig machen. So, wir setzen uns an die Front. Ich würde sagen, wir machen auch gleich nachher mal noch einen Soundcheck. Aber wir setzen uns jetzt erstmal ein bisschen vielleicht ab von der Konkurrenz, weil ich möchte euch natürlich auch wieder die Außenübersicht präsentieren. Und da bin ich ja bekanntlich in dem Spiel nicht so gut drin. Deswegen lieber erstmal ein bisschen Sicherheitsabstand gewinnen, bevor ich dann unnötigerweise irgendeinen Scheiß anstelle. Ja, und wieder verbremst du das mal. Scheiße, okay, das war's mit der Führung. Ja,
Also man merkt schon, dass halt keine Rennbremse am Start ist, so wie in der letzten Folge beim M3. Und man merkt auch, dass das Fahrzeug ein bisschen schwerer ist. Wir haben hier rund 1,6 Tonnen am Start. Das war ein bisschen leichter das letzte Mal. Der Allrad wiegt natürlich seinen Teil. Das merkt man dann natürlich auf der Bremse deutlich. Da muss ich jetzt halt hier in Grand's Hatch ein bisschen zurückstufen, ein bisschen zurückgehen, dann passt es auch. Hier attackieren ist eigentlich nicht so. Aber guck mal, hier macht der Driver Tar, er lässt mir trotzdem den Platz ein bisschen und so. Also, wie gesagt, in manchen Klassen habe ich so das Gefühl, sind sie echt gut, manchmal nicht. Und vielleicht manchmal ist es auch gefühlt ein bisschen tagesformabhängig. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade gar nicht, ist der Reifenabrieb und so überhaupt an? Ja, okay. Das sah gerade irgendwie aus, als wäre kein Kraftstoffverbrauch haben. Da habe ich mich getäuscht. Okay, das war ein bisschen doof gefahren hier. Aber was soll's, wir setzen uns trotzdem ab von der Konkurrenz. Und dann würde ich sagen, die letzten beiden Runden halte ich mal die Klappe. Ich glaube, ich habe genug gelabert für die Folge. Und dann hören wir mal rein, wie der S4 hier so klingt. Aber ein paar Kürfchen haben wir noch. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß.
da haben wir es geschafft. Sehr schön. Ja, ich hoffe, ihr konntet es ein bisschen genießen. Und dann sind wir ja eigentlich auch schon wieder am Ende der Folge. Sehr schön, dann gehen wir nochmal gemeinsam zurück, holen uns natürlich gemeinsam nochmal die Belohnung an, die wir uns ja verdient haben für diesen, ja, überragenden Sieg, muss man sagen. Also auch dieses Fahrzeug scheint in der Klasse absolut dominiert zu haben. Und ja, ich werde die Tunings jetzt noch freigeben. Das habe ich euch versprochen. Das werde ich jetzt direkt im Anschluss tun. Aber was ich jetzt zuerst tun werde, ist euch verabschieden. Ich bin nämlich raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Dann bis zur nächsten Folge zum Finale dieser Meisterschaft der Sport-Tourenwagen-Ikonen. Ich bin raus. Bis dann. Ciao.